ja, die Welt ist verrückt geworden. Sie ist verrückt geworden, schnellliebiger, verrückt geworden, man bleibt schnell auf der Strecke. Und Angel ist für mich so, ja, so ein Rückzugspunkt. Heutzutage brauchen die ja meistens erstmal ein Sabbatjahr nach der Schule, ich weiß gar nicht warum. Der hat mein Vater mir einen Satz heiß so umgegeben, hat gesagt, geh, sieh zu, dass du arbeiten gehst. Aber das steht wieder auf einem anderen Blatt Papier geschrieben. Die norddeutsche Szene, sagen wir mal, das waren so meine Vorbilder. Holly, Klaus Briggs, Dieter Martens und so, das war schon eine coole Sache früher. Ich habe auch nie ein Statement dazu abgegeben in der Öffentlichkeit. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt überhaupt darüber spreche. Es ist eigentlich ein Wunderpunkt in meinem Leben, wo ich einfach nur einen Haken hintersetzen möchte. Angeln gehen, wenn ich angeln gehen möchte. Ich möchte Geld verdienen, wenn ich Geld verdienen möchte. Und nicht immer, du musst in diesem Hamsterrad gefangen zu sein der Gesellschaft. Ne? Mal gucken, wie lange ich noch habe, bis der Krebs mich dann dahin rafft. Ne? Weil es ist ja, wie wir vom Bau sind, die der Krebs zerfressen. Dass ich eben halt noch ein paar Jahre habe, noch ein bisschen zu angeln und zu leben, wie ich das gerne möchte. Nichts anderes.